Sie mussten ihr Land verlassen, aber nicht ihren Arbeitsplatz. In Nordfrankreich wurden ukrainische Schneiderinnen, die vor dem Krieg flohen, von ihrem französischen Arbeitgeber, einem Textilunternehmen, aufgenommen. Und sie stellen weiterhin Mäntel, Jacken, Trenchcoats und andere Kleidungsstücke für verschiedene Modefirmen her. Als der Krieg begann, konnten wir nicht mehr zur Arbeit. Ich hatte sehr viel Angst. Und da ich zwei Töchter und eine Enkelin habe, haben wir beschlossen, Kiew zu verlassen. Frédéric Lenner hat gefragt, ob wir nach Frankreich kommen wollen. Und ich habe ja gesagt. Wir sind dann nach Lviv und von dort nach Frankreich. Ihre Männer blieben zurück, doch sie sind nicht nur in Sicherheit, sie haben auch ihre alte Arbeit. Die meisten unserer Näherinnen wollten die Ukraine verlassen. Als sie mitteilten, sie würden jetzt nach Polen fliehen, da sagte ich ihnen, dann kommt doch gleich nach Frankreich. Wir werden versuchen, euch unterzubringen. Wir kennen sie ja schließlich seit gut 20 Jahren. Das sind unsere Angestellten. Manche sind Freunde. Es lag also nahe. Seine Fabrik in der Ukraine ist jetzt geschlossen. Doch viele derer, die vor 5 Wochen noch dort nähten, schneidern jetzt in Nordfrankreich.